Hallo zusammen hier bei Pokémon Feuerrot mit dem Flanknerd. Ja, beim letzten Mal haben wir endlich den Felstunnel verlassen und wir sind hier in Lavandia angekommen und haben noch niemanden angesprochen. Holen wir das mal nach. Dragosso tragen Schädelmasken. Man zahlt für sie eine Menge Geld. Das Team Rocket würde für Gold alles tun. Ich sah, wie die Mutter eines jungen Dragosso vergeblich versuchte, den T-Rocket zu entkommen. So, und jetzt die wunderschöne Lavandia-Musik. Ich glaube, das sollte reichen. Geister spuken im Pokémon-Turm. Ich glaube, das sind die Geister jener Pokémon, die das Team Rocket auf dem Gewissen hat. Ja, so ungefähr. Glaubst du an Geister? Ja. Echt? Hätte ich nicht gedacht. Nö. Haha, natürlich nicht. Und diese weiße Hand auf deiner Schulter ist natürlich nicht echt. Hahaha. So, und Lavandia, die edle violette Stadt. Ja, toller Witz, kleines Mädchen. Naja. Diese Stadt ist als Ruhestätte für Pokémon bekannt. Im Pokémon-Turm werden Andachten gehalten. Und das ist das Pokémon-Haus. Mr. Fuji ist nicht zu Hause. Wohin mag er gegangen sein? Sie sind so putzig. Pokémon sind wunderbare Schmusetiere. Das hier ist Mr. Fujis Haus. Er ist sehr fürsorglich. Er kümmert sich um ausgesetzte und verwaiste Pokémon. Großes Pokémon-Gewinnspiel. Es sind keine Teilnehmerkarten mehr vorhanden. Sie wurden alle abgeschickt. Oh, schade. So, hier haben wir Nidorino und dann Endon. So, dann erstmal alle Häuser hier absuchen. Ich hasse dieses furchtbare Team Rocket. Die arme Mutter des Dragosso. Sie konnte dem Team Rocket nicht entkommen. Etwa dieses Dragosso? So, und dann müsste das hier doch... Ja, wenn ich die Tür treffen würde. Ja, genau, das ist der Namensbewerter. Ich glaube, da werde ich aber in einer späteren Folge, dann, wenn ich noch ein paar mehr Namensvorschläge habe, ein bisschen, was machen. Also schön Namensvorschläge noch in die Kommentare schreiben. Ich suche nach Items, die die Fähigkeit meiner Pokémon während eines Kampfes verbessern. Zum Beispiel X-Angriff, X-Abwehr, X-Tempo und X-Spezial. Weißt du, wo ich sie kaufen kann? Kennst du den Beleber? Damit kannst du bereits besiegten Pokémon wieder Kraft geben. Manchmal fordert dich ein Trainer-Duo mit zwei Pokémon zum Kampf heraus. In diesem Fall musst du auch zwei Pokémon in den Kampf schicken. So, okay, ja. Das wussten wir natürlich alle schon. Und wir haben auch ein bisschen Geld gesammelt. Das ist schön. So, dann kann ich ja auch ein bisschen hier die Vorräte auffrischen. Ich glaube, das sollte reichen. Beleber. So. Ja. Autsch. Das tut ein bisschen weh zu sehen, dass da einfach mal ein großer Batzen Geld weggeht. Naja. So, Gegengift ist immer ganz gut. Fluchtseil 3 reicht auch erstmal. Superschutz brauche ich erstmal nicht. Ich glaube, das wird erst wieder spannend, wenn wir bei den Seeschauminseln sind. Mögen die Seelen der Pokémon im Pokémon-Turm in Frieden ruhen. So. Ja, eine noch bessere Musik. Ich bete für Pipi. Schluchz. Ich kann nicht aufhören zu weinen. Bist du hier, um dein Mitgefühl auszudrücken? Sei gesegnet. Ich weiß nicht, warum ich eigentlich hier bin. Ich bin hier, um zu gucken. Fukado, warum hast du mich verlassen? Der Pokémon-Turm wurde im Andenken an verblichene Pokémon errichtet. Ich bin eine Exorzistin. Die Geister hier stiften Unruhe. Sollen wir schon hier hoch? Ich glaube, da ist grün, oder nicht? Also das Team ist ja geheilt.
Und Training ist nicht schlecht. Also Pokéball, okay, Pokéball werde ich in der nächsten Arena nicht verwenden, ist wahrscheinlich. Eigentlich hier Tauriline und Mandela, die müsste ich trainieren. Sonst, ja, mal gucken. Ja, das ist grün. Hallo, Flake! Was machst du hier? Deine Pokémon sehen ganz fit aus. Naja, nach dem Kampf wird es anders aussehen. So, und jetzt achtet mal auf sein Pokémon-Team. So, er setzt erstmal einen Tauboga ein. Aber ich glaube, das habe ich schon bei Pokémon Gelb Stream gesagt, dass ihr mal darauf achten solltet, für die, die den auch gesehen haben und regelmäßig auch verfolgt haben. Aber, ach, ich fasse es mal kurz zusammen. Grün, beziehungsweise der Rivale, der hatte ja auf der MS Anne noch ein Radikal. Und das ist jetzt nicht mehr im Team. Und es gibt halt Gerüchte, Spekulationen, wie auch immer man das nennen will, dass dieses Radikal bei dem Kampf auf der MS Anne ja vom Spieler getötet wurde. Halt so die, eine von diesen ganz vielen Theorien zu den Pokémon-Spielen. Und ja. Ich weiß nicht, was ich halt davon halten soll. Es ist interessant zu hören, was sich so einige ausdenken in meinen Augen. Und ja, mehr ist da nicht. Letztendlich. Und warum geht denn der Steinwurf daneben? Bestimmt, wenn ich jetzt Steinhagel einsetze, das geht auch daneben. Okay. Rollstone brennt. Kann mir einer erklären, wie Steine brennen können? Also ich meine wirklich so richtige Granitsteine, nicht irgendwelche Kohlesteine. Also Kohle, Kohle, Kohle. Oh, Entschuldigung. Ja. Da wollte es gerade ausbrechen, aber ich habe es irgendwie geschafft. So, ich glaube, ich setze erstmal Pokéball ein. Muss aber dann direkt wechseln, weil Pokéball nicht... Ja, ja, Pokéball hat nicht genug Kraft. Nee, nee, so. Muss ich so machen. Ja, Absorber. Ich habe ja keine andere gute Pflanzenattacke. Besonders keine, mit der man Schaden machen kann. Naja, ich müsste mal gucken, wann denn du für eine andere Pflanzenattacke noch lernt. So, Soll ich mit Säure und dann Pfoffen? Nee. Einfach mit dem Absorber, das passt schon. Ansonsten, ah ja, genau, wenn wir schon auch dabei sind, mit Kommentare schreiben und so weiter. Ich habe mich immer noch nicht entschieden, soll Giftzicken Blubella werden oder ein Gifler. Ihr könnt natürlich schreiben unter allen Videos, in denen Giftzicke auftaucht, am besten. Und ja, dann kann ich ja sehen, was ihr wollt und eventuell mich dann auch dementsprechend entscheiden. Das Let's Play ist ja auch für euch. Naja, eigentlich zum größten Teil für euch. So, jetzt Owei. Owei, Owei. Taubeline. Und ja, ich will euch auf jeden Fall auch ein bisschen Mitspracherecht lassen. Verdammt, da habe ich einmal zu schnell gedrückt. Ja, genau. Wird sofort bestraft, dass ich einfach zu schnell gedrückt habe. Mann. Na, jetzt muss ich hoffen. Konfusion. Okay, das geht ja noch vom Schaden her. Okay, das aber nicht mehr. Verdammt. Ja, jetzt aber auch Glück gehabt, dass Taubeline aufgewacht ist.
Und der Windstoß macht einfach keinen Schaden. Warum? Ich riskiere es. So, ja, hat irgendwie geklappt mit einem Rest KP. Ei. So, jetzt Kadabra. Da wechsle ich. Nicht Charlene, aber ich muss halt irgendwie was anderes physisches. Ach verdammt, so. Muss ich ja so machen. Metallklau und Kratzer, ja. Oder ich könnte Rosestone, aber Rosestone muss nicht trainiert werden. Ich nehme Mandala, ich versuch's einfach mal. Okay, Level 20, das geht ja noch. Dann hat er erst ja vor kurzem meinen Papa gefangen, wie es aussieht. So, ah, zum Glück geht er daneben, der Aussetzer. Und wir besiegen Grün. Was? Du bist eine harte Nuss. Ich bin's wohl etwas zu lockern gegangen. Ja, ein bisschen mehr Geld könntest du auch geben. Wie macht sich dein Pokédex-Nervensäge? Ich habe kürzlich einen Dragosso gefangen. Allerdings habe ich noch keinen Knogger. Ich glaube, von diesen Pokémon gibt es nur noch wenige. Also, ich habe viel zu tun. Ich muss weiter. Dann bis später. So, hier kommen wir nicht durch. Doch? Selbst wir können die eigenwilligen Geister nicht identifizieren. Man benötigt das Hilfscope, um sie zu erkennen. Nee, okay, gut, dann komme ich hier wieder, wenn ich das Hilfscope habe. Mal gucken, da unten ist nichts, oder? Das sieht mir eigentlich viel zu verdächtig aus, als ob... Nein, hier muss doch was sein. Na gut, dann nicht. Dann gehen wir mal ins Pokémon Center. Okay, ja, dann beende ich jetzt einfach mal die Folge genauso, wie sie angefangen hat. Ist eine etwas kürzere Folge, aber ich finde jetzt hier mit dem gewonnenen Kampf gegen Grün, das ist ein gutes Erlebnis, mit dem man auch ja, die Folge gut beenden kann. Von daher werden wir dann in der nächsten Folge uns auf den Weg gen Westen machen, Richtung Prismania City. Ja, bis dahin, bleibt mir dann zu sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann wieder morgen hier bei Pokémon Feuerrot.